denke, sehr intensives Spiel wieder. Wir gehen 1-0 in Führung durch eine sehr schöne Aktion meiner Meinung nach. Und ja, dann kriegen wir wieder vor der Pause so ein saublödes Tor, das nie passieren darf, weil wir unkonzentriert sind von vorne bis hinten. Und ja, zweite Halbzeit, denke ich, war es ein offenes Spiel, wo wir genauso vorne Minimum ein Tor machen müssen, meiner Meinung nach. Und ja, so verlierst du dann halt so ein Spiel durch so ein blödes Tor. Wir wollten ein bisschen mehr Ballbesitz haben, ruhiger am Ball sein. Das ist uns, glaube ich, zweite Halbzeit auch gelungen. Wir sind dann auch, denke ich, zu guten Chancen gekommen, haben oft dann die falsche Entscheidung getroffen, wo wir vielleicht dann geflankt haben, wo wir im Rückraum besser postiert waren und solche Sachen. Die Kleinigkeiten waren heute entscheidend. Und ja, die hat Kiel besser gelöst und deswegen haben wir verloren. Ja, das wird uns auf keinen Fall zurückwerfen. Also sicher geht es uns heute richtig am Arsch, weil es richtig unnötig war, meiner Meinung nach. Aber ja, ich denke, wir sind trotzdem gut gestartet, das passt so. Wie gesagt, aber meiner Meinung nach einfach eine brutal unnötige Niederlage.